Kamera hat gerade ein Geräusch von sich gegeben. Nee, glaub nicht. Okay, wenn, haben wir ja das Handy. Wir werden jetzt eh die ganze Zeit ins Handy gucken. Ja. Hello Friends und willkommen zu einer neuen Video mit Leonie. Wir drehen heute mal wieder eine Mukbang, weil es ist Corona-Time und wir haben nichts zu tun. Und wir dachten, es wäre mal wieder eine Fun-Idee. Wir waren bei Fresh Sub, so wie Subway in gesund. Und ja, ich habe so eine Bowl mit... Was ist da drin? Falafel, Rotkohl, Zucchini, Reis, Karotte, alles mögliche. Und ich habe einen Sub, der heißt Flattermann und ist mit Chicken, Salat, schwarzen Oliven und so on. So on. Wir müssen Dingens machen, Thumbnail. Ja. Okay. Und ja, wie immer habe ich auf Instagram... Oh, wir haben noch Skier. Stimmt, als Nachtisch haben wir noch Skier mit Blaubeeren. Yes. Nach Fragen gefragt. Und ja... Wir werden jetzt einfach über Gesprächsthemen und Fragen, die ihr mir geschrieben habt, bestellen. Als erstes... Reden, nicht bestellen. Sorry, ich bin gerade voll verwirrt. Was ist da irgendwie... Mascara... weg. So, probieren wir den Spaß mal. Geil. Wirklich total geil. Geil. Boah, den ganzen Tag noch nichts Gescheites gegessen gefühlt. Fangen wir an, oder? Mhm. Das ist total dumm, dass wir jetzt noch diese Kamera haben. Wir fangen gerade mit zwei Kameras. Mhm. Jetzt probiere ich mal die Falafel. Oh, geil und lecker, total toll alles hier. Hattet ihr schon mal den krassen Absturz? Würde mich interessieren. Warum fängst du jetzt mit so einer Frage an? Ja. Mhm. Ja. Bei einer Faschingsparty, da bin ich um 22:30 hingekommen und um 22:30 hat mich mein Vater abgeholt. Ich glaube, mehr muss ich dazu jetzt nicht sagen. Ich hatte einen zuletzt an Halloween. Ja, also warte, es war mal. Schon krass. Da, warst du da? Natürlich. Ja. Halloween im Club. Genau. Nee, an meiner Halloween-Party. Hey, nein, da war ich nicht da. Ja, genau, da warst du nicht da. Da war ich nicht da. Ja, also, ja. Mehr ist dazu jetzt nicht zu sagen, aber ja. Habt noch übrigens Kombucha. Mm. Wann schreibt ihr jetzt Abi? Wie ist das generell bei euch jetzt alles geplant mit dem Abi? Also, wir schreiben jetzt Ende Mai. Ich bin so froh, ich habe ja am 28. Mai Geburtstag, da werde ich 18. Und meine letzte Prüfung ist am 27. Meine ist direkt an Marikes Geburtstag. Leonies letztes am 28. Das heißt, ratet mal, wer um 12 Uhr nachts allein in seinem Zimmer sitzt, wird, wenn er 18 turnt. Weil meine ganzen anderen Freunde schreiben halt auch Abi. Ich schreibe nur kein Abi, weil ich Französisch habe und nicht so ein Fach wie Gemeinschaftskunde und Geo. Das ist halt alles an einem Tag am 28. Aber ich bin so froh, dass wenigstens ich nichts schreibe. Ja. Und danach wird es rund gehen. Unser Abi-Ball ist auch... Wenn natürlich die Situation es zulässt. Muss man erwähnen. Ja, na klar. Unser Abi-Ball ist auch nach hinten verschoben und... Und wir eine Mottowoche haben und einen Abi-Streich, wissen wir nicht. Ja. You know. Also es steht auch nicht das Datum für unseren Abi-Ball fest, weil das Team, das das organisiert hat, halt überlegt, es jetzt in den Sommerferien zu machen. Aber sehr viele von uns sind da schon im Urlaub, also eigentlich mit ihrer Familie. Und es steht alles so ein bisschen in Sternen mehr. Ist total blöd. Ja. Möchtet ihr musikalische oder eher sportliche Kinder? Das ist mal die böse Frage irgendwie, als ob ich so sage, ich möchte, dass mein Kind sportlich ist. Also ich finde, die Hauptsache ist erstens, dass es gesund ist. Ja, Facts, also, natürlich, auf das jeden ist wirklich, Fall. Und wie es sich entwickelt, ich würde da meinem Kind nie einen Strich durch die Rechnung machen. Ich finde, beides ist cool. Mhm. Aber wenn... Zu uns würden schon eher sportliche Kinder, zu unserem also, Lifestyle. Wenn man sich jetzt einfach entscheiden müsste dazwischen so. Aber... Ist natürlich beides. Ja. Wie das Kind ist. Genau. Ihr gewinnt 2 Millionen Euro in Missspenden. Würdet ihr an Sea-Watch oder krebskranke Kinder spenden? 1 Million an die, 1 Million an die. Sea-Watch, also mehreres Ding. Ja, ja. Ist schon beides wichtig auch. Ja. Krebskranke Kinder. Weil ich jetzt als Mensch mehr Bezug zu anderen Menschen habe, als zum Ozean. Es ist natürlich beides wichtig, aber wenn ihr das so versteht. Ist bei euch Ausgangssperre? Wenn ja, wie geht ihr so damit um? Ich habe keine Ausgangssperre. Wir dürfen rausgehen. Ja.
Wir dürfen zu zweit, wir dürfen uns mit einer weiteren Person treffen. Leonie ist auch die einzige Person, mit der ich mich treffe. Bei mir auch Marieke. Und ja, aber ganz ehrlich, die Situation bei uns ist trotzdem kritisch und wir gehen trotzdem nicht unnötig raus. Wir gehen nicht unnötig, keine Ahnung, in die Stadt. Und die Situation ist halt schon crazy. Ja. Wir reden die ganze Zeit, man muss auch irgendwie die ganze Zeit darüber reden. Und es ist so, ich kann das gar nicht glauben. Ich finde es so auch crazy, was alles passiert. Vor allem das Ding ist, wir sehen uns auch nicht so oft wie sonst. Normalerweise sehen wir uns 6-mal in der Woche und jetzt nur noch 3-mal. Und wir eigentlich treffen wir uns auch nur immer daheim. Wir gehen nur zum Beispiel Essen holen, aber wir machen wirklich kaum was draußen, außer vielleicht Bilder. Und wir wissen, dass diese Lage halt ernst ist, aber ich würde jetzt nicht darauf verzichten wollen, mich mit ihr zu treffen. So. Erster Freund, wann und Storytime? Darüber reden? Ja. Also, ich habe meinen ersten Freund also, ganz ehrlich, meine Beziehung, das, ich würde nicht mal wirklich richtig sagen, dass das Beziehungen waren. Weil, keine Ahnung, die gingen beide nur so 3 Monate und es war irgendwie so, ich weiß auch nicht. Ich finde, es war keine richtige Beziehung, weil richtige Beziehung ist so, wenn du alles mit ihm teilst, wenn du mit ihm auf Familienfeste gehst, wenn du mit ihm zusammen Urlaub machst, wenn wirklich quasi so, ihr zwei. Und bei mir war das, keine Ahnung, ich war auch noch voll jung. Wann war ich denn? 15, oder? Ja, 15 war ich ja bei dem und zweiten. Anfang 16. 15, Anfang 16. Ja, aber das war ja der zweite. War ich denn beim ersten, keine Ahnung, 14 oder so? Ich weiß auch nicht. Eigentlich kann ich dafür zu nicht viel erzählen. I don't know. Nee. Ich habe meinen Freund, Ex-Freund mittlerweile, mit 14 kennengelernt und war dann mit ihm zusammen, bis ich 18 war. Kurz vor 18, also 3 Jahre. Boah, ist so krank lange. Ist wirklich krass lang und es war, ja. Eigentlich kannst du nicht viel zu sagen. Irgendwann hat es halt einfach nicht mehr gepasst. Wir hatten verschiedene Einstellungen und sind einfach älter geworden. Man ist natürlich nicht mehr mit 18 so von dem Kopf her, wie man mit 14 ist. Und ja, aber ich finde, es ist vollkommen normal und es war eine schöne Zeit, aber es ist halt vorbei und ja, mehr kann ich jetzt so nicht sagen. Ja, aber ihr hattet auch verschiedene Ansichten. Ja, wir hatten sehr verschiedene Ansichten dann, wenn es dann um eine Beziehung und so ging, aber ja. Oh mein Gott. Ihr habt 3 Wünsche frei für den jeweils anderen. Was würdet ihr euch gegenseitig wünschen? Das ist voll die süße Frage irgendwie. Muss jetzt aber drüber nachdenken. Ich fange an. Gut. Ich würde dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg und weiterhin Spaß mit deinem YouTube, Instagram wünschen. Dann generell, dass du am Ende von allem, also dann, wenn du vor der Jobauswahl stehst, weil du jetzt ja noch ein bisschen zwiegespalten bist, das machst, was du willst und glücklich damit bist. Und für immer sportlich bleibst. Oh mein Gott. Cute. Also, oh mein Gott. Ich sag eine Sache, die ist egoistisch, okay? Also, ich wünsche mir für dich, dass wir immer so gut befreundet bleiben. Ich wusste, dass du das sagst. Weil das einfach eine tolle Freundschaft und da profitieren. Ja. Scheiße, ich bin 12, dass ich das gerade gesagt habe. Ist gut. Dann wünsche ich dir, oh mein Gott, das ist jetzt auch natürlich mal wieder voll Klischee, dass du einen Lebenspartner findest, der dich so schätzt wie ich und der dich mindestens genauso liebt wie ich. Und der dich gut behandelt. Oh mein Gott, ist das süß. Und dann wünsche ich mir natürlich auch, dass für deine Zukunft du einen Job findest, der dich glücklich machst und so. Und dass du weißt, welchen Weg du gehen möchtest. Das ist nett. Wir bräuchten mal eine Wunderlampe. Echt so? Oh mein Gott, dann hätten wir eine tolle Zukunft. Wie wollt ihr, dass euer Leben in 15 Jahren aussieht? Wartet, rechnen. 10 plus 15? Ne, 17 bin ich. Jetzt ist die Kamera ausgegangen. Gut, dass wir noch mit mir. Was ist 33? Ja. Wow, shit, da bin ich alt. Da will ich langsam anfangen mit der Familienplanung. Ich finde so Anfang, Mitte 30 perfekt. Ich will nicht so ganz früh Kinder haben. Ich hoffe dann, dass ich einen Lebenspartner habe. Mit 33 schon verheiratet, ja, oder? 33 schon. Verheiratet wäre schön. Aber muss jetzt auch nicht so. Und dass ich schon so ein bisschen gesettelt bin. Vielleicht schon so mein eigenes Haus. Aber fertig mit dem Studium und alles schon, ne? Ja, auf jeden Fall. Also so mittendrin in der Arbeitswelt und sich dann langsam ums Private kümmern, meinst du? Und du? Also ich will eigentlich da schon Kinder haben mit 33 und so mittendrin im Leben stehen. Also wirklich mittendrin. Fertiger, ausgeübter Beruf und alles, das so schon. Aber weißt du, was ich auch will?
dass mein Leben nicht 100% nur aus meinen Kindern besteht, so dann, ja, wenn ich älter bin. Ja. Sondern ich will auch immer noch so meine Girlgang haben, mit der ich dann immer noch so abends rausgehe, in Bars, in Restaurants. Ich glaube, das ist richtig, richtig schwer zu fallen, so Karriere, Beruf und dann noch Privatleben ohne den Partner, quasi so mit Freunden. Ja, auf jeden Fall. Aber irgendwie finde ich das cool, wenn man dann irgendwie auch noch so ein bisschen independent ist und so sein eigenes Leben führt. Aber ich glaube, das ist halt einfach mega schwer, dann in dem Stadium denke ich aber zu vereinen auch. Alles. Ja. Aber ja, wäre cool. Erste Stage. Also. Mein erstes Date mit meinem ersten Freund war Eis essen, das war total süß. Der hat mich von der Schule abgeholt und dann sind wir Eis essen gegangen und haben uns mega lange unterhalten. Das war richtig cute. Und mit meinem zweiten Freund sind wir ins Kino gegangen, aber wir kannten uns halt auch schon. Wir waren halt auch in einer Stufe und so. Aber ja, so ein richtig, richtig erstes Date, wo man dann so mega aufgeregt ist und so. Und sich so schick macht und die ganze Zeit überlegt, was ziehe ich an und so, hatte ich noch nicht. Ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist voll cool. Aber das ist auch stressig so. Ja. Also ich hatte auch noch nie ein richtiges Date. Früher, als man halt kleiner war, 14, 15, da hat man sich ja dann getroffen, man hat was gemacht, man ist halt dann vielleicht nach Karlsruhe in die Stadt gegangen, ist normal essen gegangen, aber so ein richtiges erwachsenes Date hatte ich auch noch nie. Und in der Zeit, wo ich halt eine Beziehung hatte, war natürlich dann keine Zeit für ein anderes Date, deswegen... Aber echt? Ja. Ja, also normalerweise ist es der Idealfall schon. Ich freue mich dann auch so, wenn man im Studium ist und dann so eine Dating-Phase hat, oh, also auf cool. Dates geht. Das ist eigentlich schon lustig. Lieblingsgeschäfte, hau mal raus, Leonie. Hm. Auf jeden Fall Pull & Bear. Finde ich richtig geil. Hätte ich auch gesagt bei dir. Das ist so, ich habe davon so viele Sachen. Und auf jeden Fall Urban Outfit hast, aber ich finde die überteuern krass. Mhm. Also das ist wirklich krass. Und das ist so teuer. Ja, das ist wirklich unglaublich teuer. Und eigentlich mag ich auch mega Brandy Melville, aber ich... Die Werte, die vermitteln, finde ich scheiße. Ich finde das richtig dieses schlimm. Dieses One-Size, genau. Dieses One-Size ist gleich auch Zero-Size bei denen halt einfach. Weil das Ding ist, ich passe nie im Leben in der Hose da rein. Und ich finde es halt voll schön. Und Oberteile ist halt auch manchmal grenzwertig. Aber nee, ich finde, das ist gar nicht gut. Und die One-Size bei denen ist dann halt eine 34. Und das finde ich gar nicht gut. Scheiße. Deswegen finde ich, die sollte man nicht unterstützen. Aber die Klamotten an sich sind halt mega geil, die haben. Ja. Ich mag Chiquelle. Mag ich aber wirklich. Die sind da mega. Dann. Ich gehe in die Shop, ich weiß nicht, ob das ist. Und Outfitbook habe ich neu entdeckt. Ist total toll, aber die Qualität ist irgendwie scheiße. Da ist mein Oberteil. Qualität scheiße. Und mein Rock. Ja, schon. iPhone 11 in weiß oder lila? Ich habe es in lila. Ich habe es in weiß. Und ich bin sehr zufrieden mit lila. Das ist gerade mein Handy. Ja, also, falls ihr euch jetzt wundert, weil sie das gerade. Und was findest du? Ja, ich finde weiß natürlich schöner. Schade. Falls ihr über Schule reden wollt, Tipps für Französisch oder Bio-Abi. Französisch ist einfach, ich schreibe die ganze Zeit Texte, also wenn ich was für Französisch mache und schicke die dann meiner Lehrerin und dann gucke ich meine Fehler an und das Texte schreiben. In Französisch muss man ja auch nichts anderes machen und deswegen ist das super. Das ist eine sehr gute Lösung. Also ich muss ja in Bio wirklich stupide auswendig lernen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das ist sehr viel und man muss einfach sich das Zeug in den Kopf hauen und das einfach auswendig lernen. Ja. Aber kann man da nicht auch Übungsaufgaben machen? Ja, klar, aber das sind halt nur Transferaufgaben. Also ich habe auch das Starkbuch und ja, ich lerne es auswendig, sage es die ganze Zeit vor mich her und dann mache ich halt am Ende Abi-Aufgaben. Ja. Favorit bei GNTM. Was ist unser Favorit? Larissa und Julia. Larissa? Nee. Also meine schon. Die 17-jährige Julia. Ich glaube, es gibt nämlich noch eine andere. Ja, die ist cool. Und dann gibt es noch so eine, ich weiß nicht, wie die heißt, Sarah, glaube ich. Hat so dunkelbraune Haare, die finde ich gut, ist ein bisschen ruhiger. Wir mögen gar nicht Liana. Die ist so anstrengend, wirklich. Boah, ja. Unsicherheit wegen Akne. Also, ich habe ja auch Akne. Naja, es ist übertrieben, Akne zu sagen. Aber meine Haut ist schon, zeitlich ist die schon wirklich sehr, sehr schlecht. Und ganz ehrlich, wenn ich in die Schule gehe oder so, benutze ich immer Concealer. Was halt eigentlich voll unlogisch ist, weil in meinen Videos bin ich immer ungeschminkt in der Schule. Bin ich immer mit Concealer. Ja. Aber keine Ahnung. Akne ist auch nur so eine Phase, so es geht's vorbei. Und jeder hat Probleme mit seiner Haut. Ja, das ist halt scheiße so, weil man kann nichts dafür und man kann auch nicht so wirklich dagegen machen. Aber im Endeffekt, so, es macht dich nicht hässlich, so, finde ich. Das ist halt schon normal. Ja. Man kann ja auch zum Arzt gehen und der verschreibt dir dann was. Ja, eben.
Habt ihr eine Lieblingsserie? Wir schauen gerade Elite, die ist richtig geil. Und wir haben auch beide Dammy angefangen. Mhm. Also wie heißt das auf Deutsch? Wage es nicht. Die ist auch gut. Aber eigentlich ist meine Lieblingsserie Gossip Girl. Meine Vampire Diaries. Ja, Vampire Diaries ist auch richtig, richtig, richtig geil. Hate auf Social Media, das finde ich interessant. Oh mein Gott, in letzter Zeit, ich krieg schon ein paar dumme Kommentare. Also ich krieg nicht wirklich Hate, aber ich krieg einfach so Kommentare, wo ich mich dann drüber aufregen muss, weil ich verstehe nicht, wie Leute sich immer und so intensiv in das Leben von anderen Menschen einmischen müssen. Also klar, Marike ist sozusagen, sie gibt ihr Leben so preis, aber ich finde, eine Sache, die man sich wirklich im Hinterkopf halten muss, wenn man kommentiert, finde ich einfach, bringt das Kommentar irgendwas? Mhm. Bringt es dich weiter? Mhm. Und ich finde sehr oft, dass es auch, wenn es keine konstruktive Kritik ist, wenn man nichts Positives zu sagen hat, dann soll man einfach nichts sagen. Weil man verschwendet selber so viel Energie und ich finde, es ist auch, macht auch selber einen, das ist, wühlt einen innerlich auf, wenn man sich jetzt über andere so sehr aufregt und dann denkt man sich einfach, ist es jetzt so schlimm für mich, was diese Person da gerade macht? Und dann, wenn es so schlimm ist, dann kannst du gerne kommentieren, aber ansonsten, ich verstehe es halt einfach nicht so. Klar, mich regen auch viele Sachen auf, aber dann denke ich mir, okay, ich muss das der Person jetzt nicht unter die Nase reiben, aber ja, naja. Was sagst du dazu als betroffene Person? Ich verstehe auch voll oft die Intention nicht. Ja. Weil so, selbst wenn du es kommentierst und mich darauf aufmerksam machst, klar, wenn es was ist, was ich verändern kann und was jetzt für mich, keine Ahnung, was jetzt nicht für mich dazugehört, dann kann man mir das auch sagen, aber manchmal, da kriege ich auch die Kommentare, wirklich 50 Mal das gleiche Kommentar, wo ich mir so denke, ich verstehe es auch nach einem Mal. Und dann auch so Kommentare so, wie, dass es die Leute aufregt, wenn ich englische Wörter benutze. Sorry, aber ich bin ein Mensch, ich verwende extrem viele Anglizismen und das mache ich schon immer. Daran werde ich auch nichts ändern. Und dann denke ich mir so, ja, dann reg dich doch nicht drüber auf. Und ich verstehe auch nicht, wenn man das Leben von anderen Leuten so interessant finden kann. So, dann fass dir erstmal an die eigene Nase und wenn du selbst perfekt bist, dann kannst du andere kritisieren. Ja. Aber so, ich finde immer, dass allen einem unter die Nase zu reiben, was man schlecht macht und was man falsch macht, ist einfach unnötig. Vor allem, ich finde, es ist auch ein Unterschied, wenn man, wie man sich ausdrückt. Wenn man einen versucht, nett darauf hinzuweisen, dann ist es schon mal was ganz anderes, wie jetzt, wenn man das so in diese ich halte dir das jetzt vor und es ist so schlimm, Richtung halt macht. Ich finde, die Formulierung macht da auch schon wirklich richtig viel aus. Vor allem, was mich am meisten aufregt, die Leute, die so von oben herabbringen. Ja, ja. Vor allem, das Ding ist so, wir haben Eltern, die uns erziehen. Ja. Also, so, das müsst ihr nicht übernehmen. Ich bin 18, sie auch bald das. Ja. Wir wissen schon, was wir machen. So. Und wir sind halt auch, oder sie ist halt auch einfach so, sie benutzt auch in ihrem normalen Leben viel Anglizismen. Und wenn es halt einen jetzt so stört, dann guckst du dir nicht an. Genau, das denke ich mir auch so oft. Ja. Leute regen sich über was auf und gucken sich es trotzdem wieder und wieder an. Ich denke mir so, verlass meinen Kanal, niemand zwingt dich, dir das anzugucken. Wann war die das erste Mal im Gym? Ich mit 15. Ich mit 16, ja. Ja, ja. Voll krass. Ich brauche dann auch so eine ärztliche Bescheinigung, weil es ja erst ab 16 Stimmt. ist. Stimmt. Schreibt ihr viel auf WhatsApp? Ja. Also bei uns ist es so, doch, wir schreiben, wir schreiben immer was und dann antwortet der eine einfach mal nicht. Und dann kommt der andere, weil irgendwas passiert ist, aber dann ist der andere auch wieder direkt da. So. Also versteht ihr das irgendwie? So ist es halt. Wenn was Wichtiges ist, dann wird direkt geantwortet. Genau. Aber eigentlich so, wenn irgendwas passiert, ich schreib's Leonie direkt. Leonie schreibt's mir direkt. Wir wissen immer, was bei dem anderen abgeht. Ich weiß auch eigentlich immer, was du machst. Ja, das ist eigentlich voll creepy, aber schon so. Oder auch so auf Instagram, wir schicken uns so die viel. Die ganze Zeit, Wir schicken uns alles. Ja, Beiträge, Stories, wir unterhalten auch uns allein alles. Die ganze Zeit, wenn wir was Neues auf Instagram posten, kriegt der andere auch erstmal Bilder Spam aus, von 100 Bildern, was er als nächstes posten soll oder so. Also, ist aber cool. Ja. In welchen Fächern macht Leonie Abi? Deutsch, Mathe ist ja Pflicht bei uns in Baden-Württemberg und dann noch Englisch und Bio. Hammer. Ja. Also ich hätte mich entscheiden können zwischen Bio und Geo, aber Geo ist eine reinste Katastrophe bei mir. Ich habe da durchgehend so im Zeugnis 7 Punkte in den Klausuren, belege ich auch schon dann mal unter gut und gerne. Mir liegt es einfach nicht und ja. Ich stelle das kurz raus und schmeiße es dann nachher im Müll. Stört mich jetzt hier. Dürft ihr euch trotz des Virus treffen? I miss my friends. Ja, eine Person, wie wir gesagt haben. Wollt ihr mal Familie haben? Ja. Ganz viele haben auch gefragt, wie viele Kinder ich haben möchte. Ich möchte 3 Kinder haben. Ich 2. Ja. Echt? Ja. Ich finde es so cool, wenn du so 3 hast irgendwie. Ich wünschte auch immer, ich hätte noch ein Geschwister. Überleg mal, wenn wir dann was zusammen machen, dann sind das 6 Kinder. Das ist voll viel. Hey, ist total cool. Ist voll ich hoffe, viel. Die verstehen sich dann alle. Ja, klar, wenn die so cool sind wie wir. Das hier schmeckt übrigens voll lecker. Das ist, glaube ich, neu. Also schmeckt richtig lecker, muss man probieren. Das schmeckt wirklich toll. Hat auch no calories. Ja, schmeckt wie dieses schmeckt Cola geil. Eis. Mhm. Schmeckt richtig geil.
Bestes und schlimmstes Erlebnis im Leben, bist die Beste. Ach, danke. Also, Corona-Zeit ist schon ein schlimmes Erlebnis. Ja. Danke. Also so ein schlimmstes Erlebnis fällt mir auf die Schnelle wirklich nicht ein. Ich fand es schlimm, als meine Oma gestorben ist. Ja, sowas ist natürlich immer richtig schlimm. Aber ein gutes Erlebnis, da fallen mir Hunderte ein. Ja. Die Zeit in Lorette das fand ich richtig toll. Ich wusste, dass du das sagen willst. Oder einfach einzelne Tage, einzelne Momente, sowas. Auch in der Schule ist schon so viel Geiles passiert. Wir haben auch gerade darüber geredet, so als wir unser Sportturnier hatten, als wir nach dem schmutzigen Donnerstag in der Schule waren. Die Story müssen wir kurz raushauen. Also das ist natürlich... Nein. Nicht, das ist schlecht. Die Story hauen wir raus, wenn wir aus der Schule draußen sind. Ja, okay. Da hau ich so fett Stories raus. Lass mal dann Storytime zusammen machen. Soll ich dann alles sagen, was passiert ist? Boah, die eine Sache. Nein, oh Gott, das ist nicht nur eine Sache. Nein, 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 manche Sachen gehen nicht. Manche Sachen gehen nicht. Wir machen auf jeden Fall ein fettes School-Storytime. Ja, oh mein Gott, das muss... Ja. Und da hauen wir so ein paar Stories raus. Oh, scheiße, du. Warte hier. Ich will mal kurz die Blaubeeren waschen. Okay. Kombucha. Nein, ich hab doch auch noch Wasser. Achso, ich dachte gerade. Oh mein Gott. Peinlichstes Erlebnis mit dem Auto seit dem Führerschein. Ist das eine coole Frage? Ja, weil du eins hast, ich nicht. Also, ich hab kürzlich fast einen Unfall gebaut, in dem ich ein paar Freunde und mich, also war kein, es war vor der Corona-Zeit, so muss man sagen. Ja, als ich mit Cedric, Rico und Dominik gefahren bin, mit dem LKW, das war schon grenzwertig. Ich dachte, was du erzählst, das finde ich viel lustiger. Nee, mit der Handbremse. Okay, ich erzähle das mit der Handbremse. Ich hatte meinen Führerschein einen Tag. Und, sieht das lecker aus. Ich bin so ein richtig, richtig schlimmes Auto gefahren. Das war so ein Seat Mi und... Der war wirklich scheiße. Also einen Tag nach meinem Führerschein. Und die Handbremse war in meinem Fahrschulauto so ein Knopf, den man hochdrücken konnte und kein Hebel, den man ziehen konnte. Und dann habe ich das erste Mal, ich war ganz alleine im Auto mit meiner Schwester und habe die angezogen und dann habe ich sie nicht mehr gelöst bekommen. Es war so unglaublich schlimm. Dann ist es so passiert. Mein Dad arbeitet halt bei der Bank. Bei welcher sage ich jetzt nicht, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall arbeitet er bei der Bank. Und das war ganz in der Nähe von einer Bank, wo er arbeitet. Also nicht von wo er arbeitet, aber die Kette. Boah, das ist so dumm, wenn man das so umschreiben muss. Auf jeden Fall hat er dann da angerufen, hat einen Mitarbeiter rauskommen lassen. Der hat sich in dieses Auto reingesetzt und hat mir die Handbremse gelöst. Und ich stand daneben wie so ein Opfer mit meiner kleinen Schwester und es war mir so unglaublich peinlich. Und dann hat der Typ einfach gemeint, dass sie zu schwach war, die Handbremse zu lösen. Er guckt mich so an, er guckt mich so an und sagt so, ja, also da muss man schon ein bisschen stärker ziehen immer. Und ich so... Okay, danke. Er so, ja, nächstes Mal weiß es dann. Ich so, Es war so peinlich, das glaubt ihr gar nicht. Ja. Also, bei mir ist es so, manchmal fahre ich mit einem Auto von uns und das ist halt ein Schaltwagen. Und damit zu fahren ist manchmal ein bisschen schwer. Guck mal, wir haben das nett. Hi. Und damit zu fahren ist manchmal ein bisschen schwer. Auf jeden Fall, geil. Mit meinem Vater zu fahren, geil, richtig geil, ist richtig, richtig schlimm. Weil, ihr wisst ja, erfahrene Autofahrer, Väter, ne, ist immer problematisch. Also ich denke, so, es kennt jeder. Wenn es das Auto von den Vätern ist, ist es dann vorbei. Grenze. Auf jeden Fall, ich sitze in dem Auto und es ist ungefähr so, langsam Kupplung kommen lassen, Gas geben, schalten, blinken, weiter, vorne, rechts. Es ist die ganze Zeit so, er sagt mir alle 10 Sekunden, was ich machen muss, als ob ich kein Auto fahren könnte. Ist doch toll, du musst nicht denken, sondern nur funktionieren und nur die Aktion ausführen. Und dann bin ich auf so eine Ampel zugefahren und dann wurde die halt rot. Und dann musste ich halt so eine Vollbremsung machen und der ist ein bisschen ausgerastet. Aua. By the way, ich bin noch nie mit Marike gefahren. Ja, natürlich, weil ja dann meine Eltern dabei sind. Ja, das ist total crazy. Wirklich. Kann total gut fahren. Sie kommt immer nur in den Genuss. Meine Fahrkünste hier zu sehen. Leonie fährt wirklich gut, bis es zum Parken kommt. Einparken, boah. Geht gar nicht. Vorhin hat mich jemand so krass zugeparkt. Das war so krass. So viel. Ungelogen so viel. Und sie musste mich dann rauswinken. Mit 10, 15 Schritten. So. Wer ist der bessere Autofahrer von euch? Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin irgendwie mit Marike gefahren.
Ich muss selber sagen. Also ich weiß ja, wie wir beide fahren und ich finde, ich fahre besser. Ich fahre halt manchmal ein bisschen gestört, ja. Also so um die Kurven, aber ich glaube, ich kann schon gut fahren. So. Aber außer einparken, das ist eine Katastrophe. Tipps, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Ich will jetzt mal, dass du deine Tipps raushaust, weil du hast es voll lange nicht hingekriegt und jetzt in letzter Zeit kannst du es voll gut. Also dann hau mal den Tipps. Also bei mir war das so, ich muss ganz kurz erzählen. Ich habe es versucht immer. Dann kam ein Tag, da habe ich dann ein Kinder Bueno gegessen und da dachte ich mir, okay, der Tag ist eh im Arsch und dann habe ich die ganze Zeit nur Scheiße gegessen. Und letzte Zeit kriege ich das richtig, richtig gut hin. Also ich esse wirklich fast nur gesund so. Und ich weiß nicht, also mir hat es voll geholfen, mir immer so am Morgen zu überlegen, was ich in einzelnen Mahlzeiten essen will. Und ich mache auch so eine Art Intermittent Fasting. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so 16:8 Fasten. Da isst man dann 8 Stunden und 16 fastet man. Also trinkt halt nur Wasser oder Tee und das klappt voll gut. Also ich fange dann immer so um 12 an, normales Kleinigkeit zu essen, dann Mittagessen, dann Abendessen. Und ich plane das halt so und das Ding ist halt auch, ich habe halt jetzt so bestimmte Ziele, was ich so an meinem Körper erreichen will und auch mit Fitness. Und das halte ich mir halt auch vor Augen und denke ich mir so, muss ich jetzt schon wieder diesen Müll essen? Nee, muss ich nicht. Vor allem, ich denke mir so, der Genuss von diesem zu essen ist so kurz. Genau. Und dafür hast du dann so reingekommen. Ja. Aber so. Andererseits denke ich mir auch so, no regrets. Man kann sich auch Sachen gönnen eben. Und so. Man muss, balance is key. Genau, wirklich. Backen also oder kochen? So. Kochen. Ich finde Backen aber auch richtig ja, geil. Ja, das ist auch mega geil, aber man kocht halt so mehr. Ja. Wann kommt mal wieder ein Food-Neuheiten? Leute, wenn ihr Bock auf ein Food-Neuheiten habt, dann schreibt es in die Kommentare. Würde halt mal wieder in die Ernährung reinkacken, aber ich hätte Bock drauf. Freundeskreis, das finde ich voll interessant. Weil, würdest du sagen, wir haben den gleichen oder einen unterschiedlichen Freundeskreis? Du hast die Sonne gerade schön. Total tolle Stimmung. Also, einerseits den gleichen, aber du hast auch noch ein paar mehr Freunde außerhalb als ich. Ah ja, stimmt. Du hast ja noch Lina, Amelie, so. Ja, aber du hast noch so Mila, Brenda und so. Ja, die Brenda ist nicht mehr so richtig. Zum Beispiel, der habe ich ja auch schon lange keinen Kontakt. Und du bist mehr. Auch so, zum Beispiel, du bist ja auch mit Cedric und Dominik. Ja, und da bist du ja nicht so. Ja, also wir haben schon einen unterschiedlichen Freundeskreis. Ich glaube, das würde man gar nicht so unbedingt denken. Mhm. Ja, aber wir haben auch sehr viel gemeinsam. Ja, genau. Also beides eigentlich. Ja. Und insgesamt, ich würde gar nicht sagen, dass unser Freundeskreis unbedingt so richtig groß ist. Mm-mm. Also es gibt sehr wenige, mit denen ich richtig close bin, die so alles über mich wissen, ja. Ich alles erzähle. Da gibt es wirklich also wir verstehen uns mit vielen sehr gut. Ja, genau. Ich würde auch sagen, dass es meine Freunde sind, aber nicht meine engen Freunde. Genau, sind. Ja. Seid ihr manchmal eifersüchtig? Aufeinander. Keine Ahnung. Einfach so. Also Typen gibt es nicht, auf die wir eifersüchtig sein können? No. So. Ja. Und aufeinander. Also so richtig eifersüchtig, auf gar keinen Fall. Ich gönne dir das ja auch alles. Aber bei manchen Sachen denke ich mir vielleicht, fände ich jetzt halt auch cool oder so. Ja. Aber das ist ja keine Eifersucht. Ja. So. Ja, das stimmt. Lieblingsort für Food in Karlsruhe. Wir gehen zusammen richtig gerne ins Apostel. Ja, die Pizzabrötchen sind bomb. Und die Pizza bomb. Wirklich richtig toll. Mir gefällt ein Typ sehr gut, aber er kennt mich nur grob von Insta. Was tun? Ansnappen. Ich finde, ansnappen ist immer eine gute Lösung. Ja. Oder so auf die Story reagieren. Ja. Dann versuchen, eine Konversation aufzubauen. Oh. An Marike wärst du gern wie mehr wie Leonie. Also ich muss sagen, in manchen Belangen schon. Also es ist jetzt klar nicht so, ich wäre gern hundertprozentig wie Leonie. Das wäre auch ein bisschen weird. Aber so, keine Ahnung, Leonie hat schon Eigenschaften, die ich sehr bewundere und wo ich auch gern mehr ein bisschen so wäre. Ja, ist so. Keine Ahnung, ich kann jetzt auch gar nicht genau sagen, was es ist. Aber manchmal, wie du so mit Situationen umgehst und wie du auf Situationen reagierst, da denke ich mir so, ja, so könnte ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr sein. Oh. Oder auch, dass du es, ja, das ist jetzt natürlich eine dumme Sache, das würde ich auch bei jedem sagen, dass du es halt schaffst, Ordnung zu halten, weil it's a never-ending struggle bei mir. Ich schaff's nicht. Ich schaff's einfach nicht, mein Zimmer ordentlich zu halten. Ich glaube, ich muss mir da mal ein Buch drüber kaufen, weil es funktioniert nicht, wirklich. Den einen Tag ist mein Zimmer aufgeräumt, den nächsten Tag sieht's aus, wie als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ja. Es ist wirklich einfach problematisch. Ja. Leonie, wärst du gern mehr wie Marike? Ja. Ich glaube, du würdest einfach sagen, nö. Genau das Gleiche, was sie gesagt hat. Ich hätte gerne diese... Also ich habe das schon in einer Art schon, diese Disziplin, mich aufzuraffen zum Lernen. Aber bei ihr ist es halt nochmal um einiges krasser zum Beispiel. Ja, aber ganz ehrlich, zur Zeit habe ich das auch nicht. Ja, aber da wäre ich schon, diese Disziplin einfach und diese Struktur, die man so richtig im Alltag hat, das hätte ich schon gern. Ja, aber ganz ehrlich,
Ich finde das total schwer, wenn man nicht mehr durch die Schule diesen geregelten Tagesablauf hat. Ja. Und irgendwie ist mir das jetzt irgendwie nochmal mehr klar geworden. Also ich wusste es ja schon die ganze Zeit, aber jetzt denke ich mir so... Man muss sich auch eigentlich To-Do-Listen schreiben. Also ich muss es jeden Tag, sonst klappt es nicht. Ja, ich auch. Habt ihr Sex Education geschaut? Wenn ja, fandet ihr es gut? Ich habe es angefangen und fand es mega scheiße. Ich habe es angefangen und auch zu Ende geguckt. Ich fand es eigentlich witzig, aber ja, es ist halt dumm, aber es ist halt nicht toll. Witzig, ich habe es auch nicht weiter geguckt. How to boost your self-confidence. Be a badass bitch. Boosten? Ja. Boah, das ist schon schwer. Mach dich ready. Mach dich ready. Also nicht, dass man jetzt nur mit Schminke schön sein kann, aber ich finde, das hilft schon. Ja. Wenn man so sieht, was man aus sich rausholen kann. Und wenn man so sieht, und dann gefällt man sich selbst auch immer besser. Ich finde auch so, geh nicht auf Instagram und folg keinen Instagram-großen Influencern. Das ist nämlich kein Boost. Ja, wirklich? Also nicht so wenn schlimm. Ich jetzt so krasse ich finde das auch ein Boost, so wenn man gute Bilder von sich hat. Ja. Das hilft auch schon. Zählt ihr eure Kalorien? Ich nicht. Manchmal wird mir das einfach unterstellt, weil ich meinen Joghurt abwiege. Ja. Aber ich wiege auch zum Beispiel Nudeln ab und Reis. Das heißt aber noch nicht, dass ich Kalorien zähle. Ja, ich zähle meine Kalorien. Also ich track die auch mit einer App. Aber das hört sich immer so krass an. Aber ich will einfach im Moment so ein bisschen abnehmen. Und um einfach... Also das ist nicht einfach für mein Gefühl, dass ich halt im Kaloriendefizit bin. Scheiße. Und ja, es hört sich viel krasser an, als es ist. Aber dass ich halt einfach das Gefühl habe, mache ich das schon. Ja. Aber es ist eigentlich nicht gut, also kein Beispiel daran nehmen am besten. Gute Workouts. Ich mache immer die von Pamela. Ich mache gerade diese 30-Tage-Challenge von Chloe Ting, heißt Ting. Die? Ja, Ting. Ja, das, ja mache ich gerade. Finde ich eigentlich voll gut, weil, aber die sind krass. Die und die von Pamela sind wirklich total krass. Wie lange gehen die denn? Wie lange muss man denn bei der Challenge jeden Tag machen? Also es gibt auch Rest-Days, aber manchmal geht es bis zu 60 Minuten. Das sind drei Workouts hintereinander und das ist halt so eine zusammengemixt aus nur Bauchworkout und diese High-Intensity-Interval-Trainings, die dann eine halbe Stunde gehen mit Springen und allem. Das ist wirklich schlimm. Naja. Krass. Lieblingsbeschäftigung. Ich backe total gerne. Wir kochen auch voll gerne. Was backst du dann so? Bananenbrot? Ja, meistens Bananenbrot. Ja, YouTube-Videos schauen. Ich bin aber eigentlich, zusammen kochen und dann eine Serie gucken. Ja, genau. Ist einfach meine Lieblingsbeschäftigung. Ja. Dann natürlich Videos schneiden und drehen. Vloggen. Ich vlogge total gerne. Bilder machen. Ja, das ist auch cool. Ja. Und shoppen, online shoppen. Ja, leider, toll. Leider. Boah, ich habe so viel bestellt, es ist unglaublich. Furchtbar. Ohne Geld zu haben, viel bestellen, ist immer eine gute Idee. Ja, das ist wirklich toll. Was wollt ihr studieren und seid ihr excited für Kapstadt? Kapstadt? Wir gehen nicht nach Kapstadt, wäre cool, würde ich nicht nein sagen. Kapstadt? Nee. Also auf eure Zukunft meine ich natürlich, haha, lost. Wie verwirrt wir davon waren. Okay, ich bin sehr, sehr excited für meine Zukunft, auf alles, was kommt. Ich finde es auch voll interessant. Ich bin auch excited für die ganzen Leute, die ich noch treffen werde in meiner Zukunft. Ja, auch so beim Reisen oder beim Studieren, wie man da kennenlernt, wie das so wird, keine Ahnung. Auch mit Anni möchte ich mich bald treffen und so. Cute. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich mag auch Veränderungen, aber ich habe auch sehr großen Respekt davor, muss ich sagen. Weil ich bin gerade so glücklich, also abgesehen von diesem Corona, ich finde das furchtbar, aber davor, wie es vor 4, 5 Wochen war, bin ich so glücklich, wie alles gerade läuft und dass jetzt mein gewohntes Umfeld dann nicht mehr haben werde. Die Zeit gerade, die Oberstufe war so toll. Ja. War wirklich eine total tolle Zeit. Vor allem das Ding ist so, ich sehe so manche Leute in der Schule, mit denen ich mich mega gut verstehe und weiß, das wird danach das wird, der Kontakt wird nicht gehalten danach. Und dann denke ich mir nur so, okay, scheiße, so. Ja. Was tun, wenn man das Gefühl hat, ausgenutzt zu werden von der besten Freundin? Hausaufgaben, also das verstehe ich nicht richtig, weil das ist doch eigentlich normal, dass man sich so gegenseitig die Lernzettel schickt in der besten Freundin. Also ich verstehe die Frage nicht richtig. Also wenn man sich ausgenutzt fühlt wegen verschiedenen Dingen, auch so weil die Freundin irgendwie nie Zeit von einem hat und dann immer nur Sachen von einem will, dann würde ich es einfach offen ansprechen und so fragen, was das soll. Und warum, ich finde halt, wenn man eine beste Freundin hat, dann finde ich, ist es schon normal, dass du, also klar, du kannst dich auch noch mit anderen treffen und so, man kann auch noch mit anderen Dingen machen,
Aber es ist schon normal, dass du mit der am meisten machst, finde ich. Und wenn es dann plötzlich jemanden gibt, mit dem mehr gemacht wird, zum Beispiel, wenn du jetzt plötzlich mit irgendwem einfach viel, viel mehr machen würdest als mit mir und mich so vernachlässigen würdest, würde ich mich auch ausnutzen. Ja, ja. Und dann würde ich das auch ansprechen. Aber ich glaube, das kann halt auch richtig scheiße sein. Ja, eben. Aber eine wichtige Sache ist eben einfach drüber zu reden, weil irgendwann frisst man sich das halt so in sich rein und dann kocht es irgendwann eh alles über und dann kann man die Freundschaft vielleicht auch vergessen, wenn man nicht richtig, wenn die nicht so stark ist. Deswegen, ich würde einfach eh immer reden. Das ist eh immer die beste Lösung. Ich glaube, voll oft wird das so unterschätzt, aber ich glaube, eine Freundschaft ist halt auch genau gleich wie eine Beziehung. In der Freundschaft braucht man auch Loyalität, in der Freundschaft braucht man auch Ehrlichkeit und da erzählt man sich auch alles. So klar, man kann das nicht vergleichen, das ist immer noch ein Unterschied, aber so die Grundsätze sind schon gleich und die sollten auch bei beiden so vorhanden sein. Voll oft kam jetzt irgendwie die Frage, wie wir uns kennengelernt haben. Das haben wir voll oft schon erzählt. Ja, wir sind halt einfach in einer Stufe. Ja, also wir waren schon die ganze Zeit, also ich habe die 8. Klasse wiederholt, bin zu ihr in die Stufe gekommen und wir wussten, dass wir gegenseitig existieren, aber hatten einfach gar kein Interesse, so miteinander zu machen. Wir fanden uns auch unsympathisch. Ja, wir fanden uns gegenseitig unsympathisch. Und dann kamen wir zusammen in die Oberstufe, wo die ganzen Klassen ja gemischt werden. Und dann haben wir uns kennengelernt, weil wir dann irgendwie nebeneinander im Geo saßen und ja. Welche Eigenschaften soll dein zukünftiger besitzen? Das finde ich irgendwie cool. Ach so. Also Freund. Er muss mich zum Lachen bringen können. Ja. Keine Ahnung, ich finde auch so, die Grundeinstellung vom Leben muss gleich sein. Ja. Auch so, ich könnte es nicht haben, wenn ich so einen Freund habe und der ist unmotiviert und der bringt es zu nichts. Weißt du so, das ist jemand, der so... Das ist jemand, der so keine Motivation hat, der nichts aus seinem Leben macht, der die ganze Zeit nur rumhängen will, der nichts unternehmen will. Weißt du, da hätte ich einfach keinen Bock drauf. Ja. So, ich brauche jemanden, der auch so ist wie ich, der motiviert ist, der Lust hat, Dinge zu unternehmen, der Neues ausprobieren will, der mich zu lachen bringen hat, der Humor hat. Ich finde irgendwie, das ist voll wichtig so, also für mich persönlich, vielleicht ist es auch so, ich finde es einfach scheiße, wenn der nicht offen wäre für Reisen und für Urlaube machen. Natürlich müssen da erstmal die finanziellen Mittel stimmen, klar, aber man muss offen für Neues sein und nicht immer nur zu dem alten sticken. Und Antriebslosigkeit ist auch sowas Schlimmes. Die einfach keine Motivation haben, was aus ihrem Leben zu machen. Genau. Das ist sowas Nerviges. Und wenn du die Person sein musst, die nur in den Arsch tritt, wenn er selber nicht hochkriegt und wie ein kleines Kind ist, boah, nee, das geht gar nicht. Und dann finde ich auch, dass immer... dass von beiden was kommen muss. Also ich finde, man muss sich gegenseitig unterstützen, denn egal was man macht, man muss immer für den anderen da sein. Ja. Man muss einem helfen in schweren Zeiten und in guten Zeiten sich mit dem anderen freuen. Ja. Man muss sich einfach alles gönnen und keine Ahnung. Und ich finde, natürlich sollte jeder seine engen Freunde haben, aber mit der besten Freundin oder dem besten Freund sollte der Partner, oh, das hört sich immer so alt an, sollte dein Freund oder Freundin schon Priorität Number One haben, neben den besten Freunden, der besten Freundin oder dem besten Freund. Ja, ich hätte halt auch keinen Bock, dann immer für die Jungs so versetzt zu werden. Genau, eben. So. Da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Das Interesse muss dann natürlich auf beiden Seiten sein. Genau. Aber trotzdem darf er mir nichts verbieten, weißt du? Ich will trotzdem noch meine Freiheiten haben, trotzdem noch mit meinen Mädels rausgehen können, trotzdem noch in Bars gehen können, in Clubs gehen können. Ja. Jemand, der mir was verbietet, sorry, aber das kommt mir gar nicht in die Tüte. Ich will mir niemals von einem Typen was verbieten lassen. So, no. Entweder du vertraust mir oder du vertraust mir nicht. Ja. Vertrauen ist auch sehr wichtig. Ja. So, wir haben auch schon wieder mega lange geredet. Das war's, oder? Ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Folgt uns gerne auf Instagram. Da freuen wir uns immer. Wir machen jetzt auch Bilder. Stimmt, wir machen jetzt auch Bilder. Dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video. Und es hat euch gefallen, dann gebt einen Daumen nach oben. Habe ich schon gesagt? Keine Ahnung. Gebt einfach 2 hoch. Oh Gott. Schreibt einen Kommentar. Oh ja. Ciao. Bye.